Herzlich willkommen in unserer Videoreihe Remote Hacks. Heute der Remote Hack: große Erfolge gebührend remote feiern. Viele Unternehmen feiern große Akquiseerfolge, Projekterfolge mit einem schönen großen Fest. Da kommt dann ein Caterer, bringt tolles Essen, es gibt was zu trinken und man feiert. Und wenn jetzt die Abstandsregeln diese lokalen Feste letztendlich halt leider nicht zulassen. Jetzt kann man sich überlegen, wie könnte man das denn in die Remote-Welt übertragen? Und ich möchte hier eine Idee teilen, die neulich in einem Austausch über was geht denn alles so in Remote genannt wurde. Und das ist die Idee des Remote-Wine-Tastings. Was hat das Unternehmen da getan? Also man hat sich überlegt, wir wollen mit den Mitarbeitern zusammen ein tolles Weintasting machen und damit eben den Erfolg gebührend feiern. Und weil das lokal nicht möglich war, hat man jetzt die ganzen Weine zu den Mitarbeitern nach Hause gesendet und man hat dann eine Videokonferenz aufgesetzt und ein erfahrener Weinkenner hat diese Videokonferenz dann moderiert, hat die entsprechenden Geschichten zu den Weinen erzählt und was das Besondere an den Weinen ist. Und dann hat man dann zu Hause trotzdem gemeinsam letztendlich diese Weine verprobt. Diese Idee soll Ihnen als Inspiration dienen, dass manche Dinge, die man sich nur lokal vorstellen kann, doch mit sehr wenig Aufwand einfach in die Remote-Welt übertragen kann. Sie können jetzt entweder direkt auch so ein digitales Weintasting bei sich selbst ausprobieren oder überlegen Sie sich für Ihre sonstigen Firmen Feiern und Events, wie Sie das sonst getan haben, wie könnte man das jetzt tatsächlich dann in die digitale Welt, also nach Hause letztendlich übertragen. Wir sind da sehr gespannt, auf welche Experimente und Ideen Sie kommen. Ja? Schreiben Sie uns gerne und lassen Sie uns in den Austausch kommen. Und viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal, Ihr Teamproof-Team.